Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Hunipop. Ach ja, das Date mit Q ist ja leider nicht so wirklich super gelaufen, aber wir haben wenigstens wieder ein bisschen Geld. Und ich kann nochmal versuchen, sie so ein bisschen auszuhorchen. Immerhin habe ich jetzt hier noch so ein bisschen Futter übrig. Mal gucken, ob sie uns noch so das ein oder andere verrät. Was good player talk to me? Okay, oh shit, jetzt habe ich wieder nicht geguckt, was sie vorher, was wir von ihr wissen. Ach, nehmen wir mal das hier. You know you're not supposed to ask the same question twice. Ach shit, ja, ich hatte sie vorher schon gefragt. Ja, so ein Schick. Was wissen wir denn jetzt von ihr eigentlich schon alles? Wahrscheinlich alles. Details. Ach, die Größe weiß ich von ihr noch nicht. Fuck. Okay, jetzt muss ich mal gucken, ob ich für sie noch irgendwie was zu futtern finde. Food. Magst du vielleicht Pizza haben? Oh ja, Pizza ist prima, weil das gibt 4. So, komm Mädel. Pizza! They really need to start serving this shit where I'm from. Okay, sie mag Pizza. I hope you've been studying, because it's time for a test! Aww. Did you forget what my favorite season is? Oh shit. Jetzt habe ich natürlich nicht lang genug drauf geguckt. Dann raten wir halt einfach mal Frühling. What am I gonna do with you? Okay, es war nicht das Richtige. Ach shit. Sommer mag sie natürlich. Ach, das ist immer schlimm mit diesen Frauen. Immer fragen sie einen irgendwelches Zeug, was man nicht weiß. Okay. Cup size C. Das sieht eigentlich gar nicht so groß aus. Egal. Zumindest werde ich ihren Nachnamen nicht vergessen, nämlich Sugar Dust. Incoming question! Do you remember what I said about approaching Kiana for the first time? Ich glaube, das war das hier. Nice! I expected nothing less. Okay, wenigstens das habe ich jetzt hingekriegt. Okay, mehr gibt's jetzt aber nicht. Ich muss mal gucken, ob ich es schaffe, dieses Ding nachts an den Strand zu bringen. Ich habe nämlich jetzt mal geguckt, was ich machen muss, um endlich das vorletzte Mädel kennenzulernen. Momentan ist das ja alles so ein bisschen blöd. Nutmeg Café, die sind alle irgendwie im Café. Die ist am Strand, aber ich glaube, dann ist Good die Nacht work. Schon vorbei. Bring it in for today. Na, ist es noch Nacht? Wahrscheinlich... shit, morgen. Ja, das ist natürlich blöd. Also ich muss gucken, dass ich die irgendwie nachts erwische. Morning! Hallo Katze. Also mir wird jetzt schon schlecht, wenn ich daran denke, dass ich mit der heute noch irgendwie... nun ja, also das, ich versuche sie als Date klar zu machen. Ich will nicht. Ich will nicht. Die hat so eine furchtbare Stimme. Unique. Laserpointer. What? 2125. Was eine Scheiße, ey. Das gibt's doch nicht. Wieso ist das so teuer? Ich glaube, ich schenke ihr lieber irgendwas Kleines erstmal. Wir wollen es ja jetzt nicht übertreiben hier. Thank you, thank you. Okay, du magst mich. Okay, dann gehen wir doch mal ein Stückchen weiter. Also ich probiere jetzt erstmal irgendwie an den Abend zu kommen. Hallo Q. Hey, have a super good day. Ja, Katze, ist okay. Boah. Also die macht mir wirklich so ein bisschen Angst. So ein ganz kleines bisschen. There he is. Ja, es ist schön, mit dir zu sprechen. Warte mal. Ich sollte vielleicht auch mal meine Herzchen hier ein bisschen ausgeben. Hupsa. Nitrates. Okay, ich muss jetzt bei allem 8000 zahlen. Das reicht natürlich noch nicht. Okay. Dann müssen wir wieder so lästige Fragespiele machen, fürchte ich. Ich will nicht. Ich will einfach nicht. You need something? Spit it out. Wie groß bist du? Das haben wir dich noch nicht gefragt. 5 feet and 4 inches. Thank God I'm not a pixie. Those guys are tiny. Okay. Sehr schön, dass du keine Pixie bist. Oh, here's a question for you. What type of token was your first ever token match? What?
Scheiße, ich weiß es nicht. Jetzt kann ich wirklich nur raten. Ja, super. Wer merkt sich denn sowas? Hallo? Ich glaube, ich nehme jetzt einfach mal Flirtation. How don't you remember that? Ich habe auch andere Sachen zu tun. Oh, You scheiße. best not get this question wrong. This is literally the most obvious question in the game. What's my job? Duh. Sex-Pixie? Nein. Love Fairy. Oh, like you didn't just look it up on the internet. Oh Gott, ist die kaputt. Okay. Immerhin, wir haben jetzt genug Geld, um diverse Dinge zu kaufen. Warte mal. Was kaufe ich mir denn jetzt so als krasses Ding? Moment, ich muss mal überlegen, auf was die gute Momo steht. Was mochte die denn? Ach, shit, ich weiß es nicht mehr auswendig. Wo ist denn die Katze? Die pennt jetzt, na scheiße auch. Okay, dann gucken wir mal, dass wir nochmal mit irgendjemandem reden. Und vielleicht erwische ich die Katze ja noch sonst wo irgendwo. Gott, oh Gott, oh Gott, diese Frauen. Es ist so anstrengend. Manchmal. Oh, hi. What a pleasant surprise. Ja, schön dich zu sehen, Belly. Ich bin auch immer wieder erfreut, wenn ich dich treffe, weil du bist so angenehm. Nicht so anstrengend. Oh Gott. Okay. Jetzt muss ich mal hier kurz gucken, was sie so mag. Oh, von ihr weiß ich das Alter noch gar nicht. Das ist ja auch so ein bisschen witzig. Okay, das kommen jetzt wieder irgendwelche Fragen, die ich wahrscheinlich nicht auswendig weiß. Meditation, Park, Autumn, 25. Juni. Cups heißt die, ja, definitiv. 511 und 132. Okay, kriegen wir hin. What can I do for you? Ah ja, ich kann sie endlich nach dem Alter fragen. I'll be turning 24 soon, but at the moment I'm 23. Okay, das ist doch süß. So, lass uns mal. I want to know how interesting I am to you. You do remember what my job is, yeah? Yoga Teacher. Genau, Yoga Instructor. Na klar. You do care. Hey, komm, das habe ich mir gemerkt. Immerhin hast du mir ja ein interessantes Foto von dir nach unserem lustigen Date geschickt, wo du wie eine Brezel vom Boden warst. I've been wondering about something lately. How do you feel about spirituality? Ich nehme mal das hier. That's fair. As someone who practices yoga, it's probably clear where I stand. Okay. So, dann gucken wir doch mal, ob wir jetzt irgendjemanden finden, der hier zu. Ah, Niki ist am Turtle Bay Beach. Dann gucke ich doch mal, ob ich die jetzt hier auftreibe. Danke, dass wir uns unterhalten haben. Plöck. Have a pleasant night. So, hoffe ich jetzt mal, dass ich das hinkriege. Night. Turtle Bay Beach. Hi. Hallo Niki, schön dich zu sehen. Okay, immer noch keine Außerirdische, die mich irgendwie, verdammt. Mensch, ich will doch mal diese Celeste treffen, so ein Scheiß. Dann reden wir halt. Anything you wanna talk about? Oh fuck. Ach gut, wie viel wiegst du? I'm like 100 something pounds. 104, I believe. Okay. Was weiß ich denn von ihr noch nicht? Das ist immer so. Okay, sie hat eine sehr interessante, komische. Ah, ihr Hobby weiß ich noch nicht. Aber ich weiß doch, dass sie zockt. Okay. Oh. Mach mal wieder mal. Do you mind if I ask you a question real quick? What kind of games do you play? Ich glaube, ich nehme mal das hier mit den Konsolen. Wahrscheinlich wird mir das bei ihr die meisten Punkte bringen, hoffe ich mal. Ew, I'm sorry I asked. Oh, okay. Wir sind also ein bisschen schwierig in unserer Auswahl von Spielen. Ich merke das schon. Don't freak out, but I want to see if you remember something. I'll actually be pretty impressed if you can recall my weight. Ach du das hat sie mir zwar gerade. Hat sie mir das gerade gesagt? Ja, und ich hab's schon wieder vergessen. Oh Gott. Nope. Wait, no. That's actually right. Wow. Gut geraten.
Okay, dann gehe ich mal wieder. Okay, cool. Maybe I'll see you tomorrow. Ding. Wo ist denn die Olle? Hallo? Ah! Hold it jetzt. Right there. I believe you have something that belongs to me. I'd like it back. That gear is a critical component to my ship's engine. How did you get that? Ich hab's hier zufälligerweise gefunden. Damn. How could I be so careless? No matter. I'll be taking that back now. Thank you. Your cooperation is appreciated. It would be wise for you to forget this encounter ever happened. Okay. Ich weiß noch nicht mal deinen Namen. Oh, werde ich dich jemals wiedersehen? Ja. For what reason would we possibly need to meet again? Ah. Oh Gott. Oh Gott, was sage ich denn dir jetzt? Scheiße. im Frauenanwanzen an nächtlichen Stränden bin ich doch so unglaublich ungeübt. Verdammt. Ich nehme mal das mit cute. Das ist vielleicht nicht ganz so brutal. You think I'm cute? Well, I suppose you're not terribly hideous for a human. I don't know. This goes against my better judgment. Not to mention the fact that it's strictly against protocol. But as long as I'm stranded here, I may as well try to enjoy myself. Ist jetzt nicht so, als würde es irgendjemand mitkriegen. Aha. You're right. How would Command ever find out? All right then, you've just earned yourself a new friend. My name is Celeste. If you'd like to come and see me, try to find me later in the day. My people are nocturnal. Besides, it's too risky to be walking around in broad daylight. Okay. Dann schauen wir doch mal, was sie so mag. Also sie mag Talent und Tauchzeug. Okay, gucken wir doch mal, was ich ihr so andrehen kann. Wobei, ich glaube mal, ich werde mir jetzt hier erstmal für Talent was kaufen. Weil wir haben ja auch noch andere Leute, die Talent mögen. So, Purchase Gifts. Was kann ich denn? Ein Schnorchel kann ich ihr schenken. Hier, guck mal, du tauchst doch bestimmt gern. Ich habe das jetzt mal so spontan erraten. Are you sure? I'm surprised you got this for me. Thank you. Das ist doch nett. Na, siehst du mal. Okay. Was kann ich dir denn andrehen? Unique. Ich habe hier nichts Unique für dich. Das ist ein bisschen blöd. Oh, ich kann mir nichts leisten, das Blöde. Sie steht irgendwie auf Süßkram, habe ich den Eindruck. So, gucken wir doch mal. Hier, guck mal. I know it's inadequate nutrition, but it's so tasty. Oh, lecker. It's very enjoyable. So, dann lass uns doch mal ein paar Fragen stellen. I'm curious to know how much you really understand. As far as we all know, what event began the universe? Big Bang. That is right. Very good. Das ist aber nett. Please, ask anything you'd like. Fangen wir mal mit, was arbeitest du denn an? My occupation is Galactic Bounty Hunter. The best in my sector, I might add. Okay, nicht schlecht. Is there anything you'd like to know about? Wo kommst du her? Das wäre jetzt auch mal schön zu wissen. My home planet is called Chandraside. It's a cold, dangerous place, but it's home. Okay. Nicht schlecht. Dann noch mal. I'm sure you must be curious about me. Na klar. Okay. Fragen wir mal das Offensichtliche. Was ist das? Ich würde ja wetten, dass es mindestens D oder Doppel-D, alter Mädel. Also da platzt ja schon fast die Uniform. The tag on my bra says double D.
Double D. What a strange sizing system. Ich bin gut. Doppel D. Okay, dann gucke ich doch mal eben kurz in mein Inventar und nehme mir Sachen raus, die für Talent taugen. Oh Gott, das ist voll hier. Okay. Was haben wir denn hier Schönes? Das hier tauschen wir aus. Was haben wir denn noch für Talent? Flirtation? Das ist natürlich alles ein bisschen schwierig. Oh, hier wissen wir noch... Upsa. Wir wissen noch nicht, was da drin ist. Oh, Cinnamon Perfume. Okay. Okay. Plushie, oh Gott, oh Gott. Aber das ist natürlich auch nicht schlecht hier. Man, da gibt es so viele nützliche Sachen. Ich glaube, ich teste es mal so. Gucken wir mal. Komm, wir gehen auf ein Date, Mädel. It appears your inventory has too many things in it. Anything you can part with? What? Mein Inventar ist voll. Toll, die Ansage kenne ich doch aus jedem anderen blöden Game irgendwie. Was nehmen wir denn? Irgendwas muss ich wegschmeißen. Das wird jetzt schwierig irgendwie. Ich glaube, ich nehme... Ups, ach, Alter. So, ich glaube, ich nehme das jetzt mal hier weg. So, komm, Date. I'd like a little more, shall we? Okay, irgendwie habe ich jetzt Angst. Irgendwie habe ich Angst. Das wird jetzt hier sicher eine richtig... Wow. Thank you for inviting me out tonight. I'm glad to be here with you. Okay, das ist eine sehr interessante Uniform. Vor allem die Aufhängung hier. Aua? Das will ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht antun. Okay. Fangen wir mal hier an. Okay, das kriegen wir hin. Oioioi. Nehm ich mal das hier. So. Wir brauchen natürlich erstmal ein bisschen Sandman. Und ein extra Move wäre auch schön. Das ist schön. Very impressive. Sowas gefällt ihr natürlich. Ein bisschen mehr Passion ist auch nicht verkehrt. Wow. Eieiei. Ich merke, dass ich das Spiel wieder eine Weile nicht gezockt habe. Das ist natürlich immer so ein Punkt. Ich bin nicht mehr so richtig in Übung dafür. Ich hoffe einfach mal, dass ich das jetzt hier gut hinkriege. Exceptional. Wow, das gab eine Menge Punkte. Nehmen wir doch mal die hier. Outstanding. Ja, doch, das ist okay. Da beschwere ich mich jetzt auch nicht. Stellar. Sie findet auch immer irgendwie neue, interessante Superlative. Finde ich sehr sympathisch. So, dann nehmen wir mal das hier. Also ich habe jetzt genügend Sentiment, da kann man zumindest schon mal ein bisschen was mit anfangen. Nur die Passion ist noch nicht so super hoch. So, gucken wir mal. 2, 4, 5. Oh ne, das reicht sich hier eigentlich noch nicht wirklich. Hat niemand ein schönes Flirtation? Ich glaube, ich nehme mal das hier. Das gibt ja bei ihr richtig dicke Punkte. Und dann nehmen wir mal den hier. Exceptional.
Ja, doch, das war jetzt ein guter Move. 2, 4, 6, 8. Oh, das ist gut jetzt hier. I'm very grateful. So, machen wir mal das hier. Outstanding. Und very impressive. Sentiment. Okay. Ich brauche ein bisschen mehr Passion. Thank you. Jawohl. Oh, das gibt jetzt hier richtig Passion. Incredible. Alter Schwede. Ja. Doch, das läuft. Läuft, läuft. So, warte mal. Was nehmen wir denn Schönes zuerst? Ich glaube mal, ich werde ein bisschen flirten. Und dann machen wir hier wieder so einen dicken... Outstanding! Hoho. Das läuft. Extra Move ist auch gut. Dann können wir hier noch eine Viererreihe machen. Stellar. Stellar. Okay. Finde ich irgendwie süß, dass sie so Sachen sagt. Okay. Was nehmen wir hier Schönes? Ich glaube, ich werde mal das hier konsumieren. Oh, ich bin schon fertig. Geil. Gar nicht gemerkt. Also das lief jetzt definitiv besser als an die meisten anderen. Remarkable work. You exceeded my expectations. Tja, das muss definitiv an der Uniform liegen. Heidewitzka, was für ein krasses Teil. Wow. You've unlocked Celeste's Latex Huntress Outfit. Oh my! Okay. Latex Huntress. Ja, es sieht aber auch so aus. Oh Gott, oh Gott. Also, ihr Lieben, nachdem wir es geschafft haben, diesen lustigen Kram hier durchzukriegen und wir haben immerhin das Alien getroffen. Ich glaube, ich ziehe mal dieses lustige Huntress-Outfit an. Aha. Was? Komm. Möchtest du das nicht anziehen? Ach nein, wir sind hier am Beach. Da tragen die alle immer erstmal ihren Bikini, klar. Nachdem wir es geschafft haben, Celeste kennenzulernen und das erste Date mit ihr unter Dach und Fach gebracht haben und ein sehr interessantes Outfit freigeschaltet, verabschiede ich mich mal an dieser Stelle von euch. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut, bis dahin und tschö!